Pixelmännchen, erklärt euch jetzt was. Es ist also schon erbärmlich, wenn ein göttlicher Geist sich von einem absoluten, geistlosen Pixelmännchen was erklären lassen muss. Pixelmännchen wird euch zeigen, wie lächerlich alle Physiker, alle Philosophen eigentlich sind, wie geistlos sie sind, weil sie nicht selber denken, sondern bloß vom Hörensagen gekanntes Wissen nachdenken. Also wir machen zuerst einmal das, was ist das, was ist. Jetzt hängt es wieder davon ab, wer du zu sein glaubst. Es ist jetzt durchaus möglich, dass wir uns jetzt einmal welche ausdenken, von denen in einer gewissen Entfernung sinnlich wahrgenommen auf der VR-Brille der Udo ist. Dann ist das, was ihr seht, ein sinnlich wahrgenommenes, reales Ding, ein Glas und ein Löffel. Wenn du jetzt ein anderer zu sein glaubst, sitzt du vom Computer und dann ist es bloß Pixel, Farbpixel auf dem Monitor. Das sind jetzt verschiedene Möglichkeiten, die gleichzeitig da sind. Du siehst aber bloß eins davon. Das ist aber mal sekundär. Du denkst jetzt ganz einfach, der Udo sitzt in einer gewissen Entfernung vor dir in deiner VR-Brille. Außerhalb, obwohl der innerhalb ist, weil ich bin deine Information. Ich habe ein Glas in der Hand, ich habe einen Löffel in der Hand und ich schlage jetzt das an und dann entsteht ein Geräusch. Das ist jetzt. Darüber müssen wir nicht einmal diskutieren. Das ist hundertprozentig sicher. Aber jetzt will ich, dass du dir bewusst machst, was du glaubst. Das Erste, was du glaubst, ist, dass du mit dem Glas nichts zu tun hast und dass du mit dem Löffel nichts zu tun hast, weil der ist ja vor dir in einer gewissen Entfernung. Ich sage, stell dir vor, du hast jetzt eine VR-Brille auf und du wüsstest das nicht, sondern du leidest an der Krankheit des materialistischen Weltbildes, dann ist der Udo und das Glas auch dann da außen, wenn du es nicht denkst oder wenn du woanders hinschaust, was du aber sofort überprüfen kannst, dass das nicht stimmt, weil wenn du jetzt den Kopf rumdrehst, solltest du jetzt diese normal gesprochene reale Situation haben, dann wird der Udo in dem Moment, wo du den Kopf rumdeckst, aus deiner VR-Brille verschwinden. Und wenn du mir dann deinen, von dem Körper, der du zu sein glaubst, den Rücken zuwendest, ist natürlich der Udo immer noch hinter dir. Er ist in dir drin, weil du ihn dann noch denkst, aber er ist nicht mehr auf der VR-Brille. Merk dir, ich beschreibe nur das, was ist. Geh meine Gedankengänge mit. Wenn ich jetzt das anschlage, hörst du ein Geräusch. Wunderschön, gibt's nichts zu diskutieren. Jetzt schau in dich rein, wie du dir das erklärst. Das ist dein Schwamminhalt. Die Erklärung sieht folgendermaßen aus. Sobald ich hier hinschlage, fängt dieses relativ straffe Glas zu schwingen an. Du darfst mir gern widersprechen, sage ich immer. Und dieses Schwingen löst jetzt Luft, stößt Luftmoleküle an. Es baut sich eine sogenannte Longitudinalwelle auf. Die geht in dein Ohr, dieses Ohr. Wo war jetzt die ganze Zeit dein Ohr? Du bist dir so sicher, dass das Ohr und das Zeug auch dann da ist, wenn du es nicht denkst, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist alles Geschwätz vom Zweiten, ich mache jetzt nicht weiter, das ist bekannt. Und jetzt sage ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du das jetzt glaubst, ist es für dich so, weil es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Im Hintergrund steht aber immer eine gewisse Arithmetik. Die reine Zahlenkunde, und ich werde jetzt zeigen, dass die Arithmetik dir beweist, dass das gar nicht so sein kann, wie deine Physiker dir das erklären und auch selber glauben. Zumindest die Physiker, die ich mir jetzt ausdenke, die können aber nichts anderes glauben, weil dann müsste ich mir ja denken, dass sie was anderes glauben. So fängst du an, göttlich zu denken, ohne dich da einzumischen in der Welt. Diese Arithmetik beschreibt eindeutig, dass dieses physikalische Erklärungsmodell gar nicht stimmen kann. Das heißt, jetzt sind wir in der Welt der Perspektiven. Du musst dich entscheiden, glaube ich, der physikalisch-logischen Erklärung, die mir übrigens in dem Fall auch vollkommen logisch erscheint, weil ich wurde ja so programmiert. Ein Computer kann nur seine eigene Logik logisch erscheinen, mit der er korrespondiert arbeitet. Oder es stimmt die Arithmetik, das reine Grundzahlengesetz ist kleine 1 mal 1. Dort es im Widerspruch steht, das werde ich dir jetzt beweisen. Das heißt, wenn die Arithmetik stimmt, kann die physikalische Erklärung nicht stimmen. Wenn die physikalische Erklärung stimmt, stimmt das Zahlengesetz nicht. Und es kommt ein ganz großes Dilemma, da diese angeblichen physikalischen Erklärungen auf der Arithmetik aufbaut, widerlegt sich das in sich selber. Weil entscheide ich mich jetzt, dass die physikalischen Gesetze nicht stimmen, also diese Erklärungsmodelle, sondern die Arithmetik, zerstöre ich im selben Moment auch meine physikalischen Gesetze, weil die nämlich genau mit der Arithmetik funktioniert, die dann nicht stimmen kann, wenn ich, je nachdem, welche Seite ich nehme. Aber jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns das ganz einfach mal an. Wir gehen jetzt nicht mehr in die Welt der analogen Bewegung, die gibt es nämlich in Wirklichkeit gar nicht, weil die Wirklichkeit, wo du einen Vogel fliegen siehst oder einen Golfball fliegen siehst, die Wirklichkeit besteht darin, dass du eine VR-Brille aufhast und du schaust, es sind genau genommen Illusionen. Du hast nämlich hier winzig kleine Pixel, das sind deine Rezeptoren, das habe ich so oft gesagt.
Geh einfach mal den Gedankengang mit. Und die werden von innen angesteuert, die VR-Brille. Und da bewegt sich nichts, weil Licht gewandelt ist. Das heißt, es gibt in der Wirklichkeit gar keine kontinuierliche Bewegung von A nach B, sondern wie beim Film immer nur ständig wechselnde Bilder. Das ist, jetzt kommen wir zum Zenon. Zenon-Philosophie-Geschichte, der hat so viele Paradoxien, wie wir es aussprechen wollen. Kann man uns jetzt wieder festlegen auf das Offizielle. Eine ganze Palette, wo er letztendlich erklärt, dass Zeit eine Illusion ist. Allen voran, Achill und die Schildkröte, die Sache mit dem fliegenden Pfeil, wenn in die Philosophiegeschichte geht, das ist ungefähr so, wenn ich jetzt einen Pfeil abschieße und wir filmen das und wir schauen das an, dann sehen wir mal oberflächlich, jetzt hast du mal keinen Pfeil mehr, sondern bloß flackernde Lämpchen. Ich sage immer wieder, beim Fußballspiel, das du im Fernsehen anschaust, da siehst du Menschen und einen Ball, die hin und her rennen. Und wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass das einmal da keine Menschen sind und dass sich auf dem Bildschirm nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle nach A nach B bewegt, sondern es sind statische Lämpchen, die flackern. Dasselbe ist, wenn wir jetzt Astronomieprogramm laufen lassen und wir lassen dann die Sterne etwas schneller laufen, wenn du im Film siehst, wenn die dann so Streifen ziehen wegen der Belichtung. Also sind alles physikalische Erklärungen, die absoluter Schwachsinn sind. Eine Riesensackgasse, bin ich in zig Videos drauf eingegangen. Wir machen das einmal ganz kurz. Beim fliegenden Pfeil sieht es übrigens so aus, sobald wir das durchschalten, wenn wir feststellen, dass der Pfeil gar nicht fliegt auf dem Bildschirm. Jetzt hast du mal die Lämpchen ungeachtet, sondern dass das absolut statische Einzelbilder sind. Xenon sagt, dass der Pfeil in jedem Moment ruht. Okay, es ist jetzt, wurscht, ob wir 50 Bilder in der Sekunde machen. Es sind 50 Bilder, Illusionen da, wo ein Pfeil, eine Illusion eines Pfeils aufgrund der Helligkeit der Lämpchen entsteht. Immer bloß an einer anderen Stelle innerhalb dieses Arrangements von Pixeln. Und immer jedes Bild bewegt sich der Pfeil nicht. Und wenn ich jetzt 50 Bilder in der Sekunde mache oder 1000 Bilder in der Sekunde oder 10.000 Bilder in der Sekunde mache, 10.000 Mal keine Bewegung ist immer noch keine Bewegung. Klar, es baut sich nur die Illusion auf. Und dasselbe Spiel haben wir jetzt. Ich will es Genauigkeit, wir bleiben mal bei dem hier. Jetzt wird übrigens jeder, wenn du jetzt wieder ein Zweifler bist, wenn du es stochastisch meinst, mich widerlegen zu müssen, wirst du arrogant abwinken. Ich denke mir die jetzt aus und die gibt's dann, wenn ich die mir denke. Und was sagen wir, so ein alter Hut hier, das ist ja schon längst mit Xenon, Achill und die Schildkröte, Grenzwertberechnungen. Was dir nicht klar ist, dass du schon wieder irgendein Geistloses nachschwätzt, weil da immer die Zeit in einer chronologischen Sichtweise so tief in dir wirkt, dieses Vorher und Nachher, wo immer jetzt gedacht wird, dass du das Wesentliche gar nicht erkennst. Jetzt mit dem Beispiel trägst du mal rum. Ich sage jetzt um, mit dem Löffel das Glas anzuschlagen, was ja nötig ist, dass sich das rüberbiegt und zum Schwingen anfängt, normal, logisch gedacht, muss ich zuerst einmal den Löffel in diese Richtung, den Löffel in diese Richtung bewegen. Immer dran. Das heißt, ich habe jetzt eine gewisse SDR-Ecke, eine Strecke vor mir, wenn ich der Löffel bin, bis ich das Glas erreiche. Wenn ich jetzt darüber fahre, und jetzt machen wir mal die Zeit weg, sondern wir sehen das in Divisionen. Das heißt, ich habe eine Strecke, die nenne ich einmal A. Und diese Strecke, wenn ich darüber fahre, kommt irgendwann einmal der Punkt, wo ich die Hälfte dieser Strecke hinter mir habe. Stimmt? Dann habe ich die andere Hälfte der Strecke ist ja dann noch da. Und wir nennen jetzt diese Hälfte der Strecke, nennen wir die neue Strecke A. Irgendwann einmal kommt der Punkt, wenn ich fahre in die Richtung, irgendwann habe ich diese Strecke, wo ich jetzt vor mir habe, habe ich die Hälfte hinter mir, dann bleibt eine Hälfte über. Das ist die neue Strecke A. Irgendwann einmal habe ich die Hälfte dieser Strecke hinter mir, bleibt eine Hälfte über. Das ist die neue Strecke A. Irgendwann einmal habe ich die Hälfte dieser Strecke hinter mir, bleibt eine Hälfte über. Bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über. Jetzt kann ich das bis ins Unendliche fortführen. Das wird natürlich abstandstechnisch als Zeitfenster, als Raumfenster gesehen, immer kleiner. Ich sage 1 Meter, 50 Zentimeter, 25 Zentimeter, 12,5 Zentimeter, dann komme ich irgendwann Millimeter, Hundertstel Millimeter, Tausendstel Millimeter, Millimeter, Nanometer, Pikometer, Femtometer, das sind 0,0,0,0,0. Es wird immer kleiner. Was jetzt ist, ich kann das bis ins Unendliche fortführen, ich komme nie auf Null. Das heißt, es kommt zu gar keiner Berührung. Es kann arithmetisch zu keiner Berührung kommen, weil immer eine Hälfte überbleibt. Warte, ich komme gleich noch mit der Lösung. Jetzt habe ich dann welche, ich habe das ja mit vielen Physikern durchspringt,
die einen riesengroßen Fehler begehen, dass sie mir nicht vertrauen, die mit aller Gewalt ihr anerzogene Logik am Leben erhalten wollen, kommen immer die Ja-Aber-Sorge. Anstatt dies, dass sie es sich leichter machen und einfach zuhören, was ich ihnen erkläre, dann wird es nämlich sofort eine neue Logik kriegen. Aber die wollen es ja nicht, weil die ihre Logik widerspricht. Ich sage, deine Logik widerspricht nicht meiner Logik, sondern diese ist eine winzige Facette von meiner Logik. Meine ist übergeordnet. Es ist nämlich, die sagen dann zum Beispiel, ja, du kommst ja dann irgendwann mal in die Größenordnung der Atome. Und da wissen wir, da ist ein Proton und da sind Elektronen, die da rumkreisen. Die haben einen gewissen Elektronenabstand zum Protonkern. Und der Löffel ist ja, der besteht ja auch aus Materie. Das heißt, da ist ja irgendwo am Rand sind ja da Atome, wo Elektronen rumkreisen, die einen gewissen Abstand haben. Und da auch. Und wenn das immer kleiner wird, auf Null kommt, kommt ja irgendwann einmal der Bereich, dass das äußerste Atom von dem Glas, wo Elektronen rumkreisen, und der äußerste Atom von dem Löffel, wo Elektronen rumkreisen, wenn das immer kleiner wird, kommt ja irgendwann einmal, dass das sich verklingt. Das ist ja geiles Zeug, was man sich alles denken kann. Zeig's mir. Okay, jetzt ich war nur genau. Was der Mensch nicht gewohnt ist, ist diese unheimliche Genauigkeit. Aber dessen ungeachtet, die Lösung liegt wo ganz woanders. Ich mache jetzt mal folgendes, ich sehe das Bild hier nicht. Pass auf, ich behaupte, dieses Glas, das du jetzt siehst, ist in einer gewissen Entfernung vor dir, weil du denkst dir das ja aus. Du bist natürlich jetzt in der vierten Stufe der Vergessenheit, wenn du vor mir sitzt, weil ich ein reales Ding in deinem Gesichtsfeld bin. Ich bin bloß auf deiner VR-Brille. Dieses Arrangement ist dann deine Information und das Glas, das du dir jetzt ausdenkst, das du in einer gewissen Entfernung vor dir siehst, ist jetzt deine Information. Stimmt oder stimmt? In dem Moment, wenn ich jetzt das spreiz, ich sehe das Bild nicht in der Kamera, ich kann jetzt das machen, dass du mir das Glas siehst, du denkst jetzt nur an das Glas und du denkst jetzt nur an den Löffel. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich bin im Gesicht für dich, sehe es nicht. Siehst du, jetzt denken wir schon wieder was aus, dass da was drauf ist. Okay, jetzt denk du Geist, änderst ja ständig deine Information. Ich frage dann meistens das Problem. Ich würde jetzt ganz klar sagen, dass der Löffel wirklich das Glas nie berühren kann. Weißt du wieso? Weil es denn nicht auseinander sind. Du denkst an das Glas, das hast du Geist, heißt als Information, deine Gnade hat die Form des Glases. Du veränderst den Blickwinkel und schaust nur den Löffel an und jetzt formst du deine Gnädi um zu einem Löffel. Ja. Ich könnte jetzt das mal ganz einfach machen. Ich mache aus 200 Gramm rote Gnädi, mache ich ein Dreieck. Und jetzt mache ich aus 200 Gramm rote Gnädi eine Kugel. Mhm. Und wenn ich dich jetzt frage, warum kann diese Kugel das Dreieck nicht berühren? Die Frage stellt sich in dieser Ebene, stellt sich das gar nicht. Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann jetzt die Gnade, den Geist kannst du nicht trennen, der ist eins, das ist das Heilige. Ich kann Folgendes machen, ich kann durchaus in mein Gesichtsfeld eine Kugel und einen Kegel gleichzeitig haben, das nur müsste ich aber die Gnade praktisch meinetwegen eine Kugel machen und einen Kegel draufsetzen, weil es gibt nicht viel verschiedene Geister. Das ist schon mal mit den Geistesfunken, es ist immer derselbe Geist, bloß du kommst dann in der Perspektive. Hast du es verstanden? Das heißt, es ist doch nicht auseinander. Wie oft, jetzt mache ich wieder einen Sprung, schau dir im Blindfeld-Vortrag an, wenn ich mal rede und ja, da mache. Ich sage, ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Wo ist es Zürich, wo ist es Wien? Hier. Jetzt denke ich mir an, dass der Redo jetzt in Zürich losfliegt. Okay, und jetzt denke ich mir jetzt, dass er eine Stunde später ist, denke ich mir jetzt, immer jetzt, in Wien ankommt, wenn er zu Diana fliegt. Was ich dir jetzt erzählt habe, ist eigentlich ganz interessant, weil jetzt ist das vom Tisch, wo die Physiker sich narren. Einstein-Podolsky-Rosy-Paradox. Wir denken uns einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit in gegengesetzter Richtung auseinanderfliegen. Und jetzt verändere ich, egal wie weit die auseinander sind. Ich habe da ein schönes, neuen Physiker, Quantenmechanik und Transzendenz, glaube ich, heißt es. Sehr physikalisch, ist so ein Geschwätz, so ein hohles, geistloses Geschwätz. Und dann sagt er, der muss irgendwas mit mit unendlicher Geschwindigkeit, und jetzt haben sie hier, was eine tausendfache Lichtgeschwindigkeit muss da sein. Erklärungsmodelle sind ganz einfach. Und jetzt denken wir uns, dass das Teilchen gedreht wird und im selben Moment dreht sich das Teilchen. Egal, ob die 10 Zentimeter oder 2 Millionen Kilometer oder 2 Millionen Lichtjahre auseinander sind. Ich sage aber so auf das Teilchen, das ich mir da hindenke und das Teilchen, wo ich mir 2 Millionen Lichtjahre weiter woanders hindenke, die sind beide hier und ich denke sie jetzt. Ja. Das ist die Lösung.